Mackie. Mephisto 97.6 Kids. Was ist eigentlich der Klimawandel? Zuerst einmal darf man das Klima nicht mit dem Wetter verwechseln. Das Wetter ist das, was zum Beispiel heute da draußen passiert. Es kann sonnig, wolkig, regnerisch oder stürmisch sein. Das Klima wiederum ist das Wetter über einen längeren Zeitraum. Experten schreiben das Wetter schon seit langer Zeit genau auf. Sie beobachten also jeden Tag, wie das Wetter ist. Und alles, was die Experten da beobachten und aufschreiben, ergibt dann am Ende das Klima. Nun kommen wir zum Klimawandel. Eigentlich ist der Klimawandel etwas ganz Natürliches. Das Klima verändert sich ein wenig von Zeit zu Zeit. Aber die Experten haben festgestellt, dass sich in den letzten 100 Jahren das Klima auf der Erde sehr viel mehr verändert hat als sonst. Es wird nämlich immer wärmer. Man spricht deswegen von einer Erderwärmung. Schuld daran sind die Gase, wie zum Beispiel das Gas CO2. Das wird unter anderem von Flugzeugen, Schiffen, Autos, Fabriken und Massenviehhaltung ausgestoßen. Die schädlichen Gase steigen nach oben und machen die Atmosphäre immer dichter. Die Atmosphäre ist nämlich eine Luftschicht, die unsere Erde umgibt. Durch die Atmosphäre treffen die warmen Sonnenstrahlen auf die Erde und werden auch von der Atmosphäre wieder herausgelassen. Wenn die Atmosphäre aber immer dichter wird, kann weniger Wärme wieder hinausgehen. Und dadurch wird es auf der Erde immer wärmer. Aber warum ist es denn so schlimm, wenn es immer wärmer wird? Wenn sich die Erde erwärmt, dann schmilzt zum Beispiel nach und nach das Eis am Nord- und Südpol. Dadurch steigt der Meeresspiegel und es kann passieren, dass manche Inseln im Meer versinken. Dann müssten die Menschen, die dort leben, ihre Heimat verlassen und in andere Länder fliehen. Auch die Tiere, die am Nord- und Südpol leben, hätten kein Zuhause mehr. So zum Beispiel auch der Eisbär. Außerdem wird das Wetter, je wärmer es auf der Erde wird, immer extremer. Das bedeutet, es gibt mehr starke Regenfälle und Stürme und auf der anderen Seite extreme Trocken- und Hitzewellen. Das würde dann für alle Tiere, Menschen und Pflanzen immer gefährlicher werden. Es gäbe beispielsweise immer weniger Pflanzen, Obst und Gemüse, weil der Boden so trocken ist. Außerdem steigt bei der Hitze die Gefahr, dass es Waldbrände gibt. Und das Trinkwasser wird auch immer weniger auf der Erde. Um das alles zu umgehen, darf die Temperatur auf der Erde nur um 1,5 oder höchstens 2 Grad Celsius steigen. Momentan sind wir jedoch schon bei 1 Grad Temperaturanstieg. Komplett aufhalten lässt sich der Klimawandel also leider nicht mehr. Wenn sich aber jetzt so schnell wie möglich etwas ändert und nicht mehr so viele schädliche Gase ausgestoßen werden, dann kann man noch das Schlimmste verhindern.